FIFA 21 ist back mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Union Berlin hat übrigens schon gespielt und die sind nicht so wirklich vorangekommen. Die haben gerade mal einen Punkt geholt, beziehungsweise die haben gar keinen Punkt geholt, die haben verloren. Kann ich ja mal generell hier die Übersicht zeigen. Die wunderschöne kleine Übersicht. Da sehen wir es, die haben dann höchstwahrscheinlich verloren. Ich meine, die hatten schon 18 Punkte. So, was haben wir jetzt hier? Entwicklungsplan. Das ist mir eigentlich egal. Ich würde sagen, wir spielen einfach genau so. Wieder mit Batz im Kasten. Ich meine, unser Ersatztorwart hat keinen Fehler gemacht letztes Mal. Die Abwehr hat einfach nur versagt in Uerdingen. Oder in Düsseldorf, weil die haben momentan das Ersatzstadion, weil sie ja nicht an der Grotenburg spielen können. Und Paderborn hat ja diese Saison sein Stadion ausgeliehen an, oder hat das Stadion geteilt mit Ferl für kurze Zeit. Mittlerweile spielt aber Ferl in seiner nicht drittligatauglichen Arena, aber das nur so nebenbei. So, wir sind am Anstoß. Hoffen wir einfach mal, dass wir gewinnen, beziehungsweise oder eventuell sogar zu Null spielen. Okay, jetzt bin ich den Ball los. Ja, Paderborn hat Darmstadt eine sehr, sehr bösartige 4-0 Heimniederlage zugefügt. Generell Darmstadt diese Saison nicht so heimstark. Ich nehme das übrigens noch auf, bevor das Spiel gegen Kiel stattgefunden hat. Wieder was zum Aufregen, hoffe ich doch nicht. Da musste ich die letzten beiden Male eine ziemlich bittere Pille schlucken. Fakt ist, wir haben bisher in jedem Saisonspiel auch freundschaftsspielübergreifend getroffen. Mit uns ist definitiv zu rechnen. Und so tun wir es auch in dem Spiel. Nämlich durch keinen geringeren als Boateng. Der Wahnsinn. War aber auch super gespielt. Bin sehr zufrieden, wie das denn lief. Hat jetzt auch mittlerweile sein zweites Tor geschossen. Das will ich jetzt nicht sagen. Eine Reise mit dem öffentlichen Nahverkehr kann auch ziemlich stressig sein. Obwohl er ja so nah ist. Ja. Vorsicht. Da haben wir den Ball wieder. Ja, rote Auswärtstrikots von Paderborn. Man muss sich auch erstmal dran gewöhnen. Und wir schießen ja nicht das 2-0. Und schon wieder ein Trikotfehler. Man könnte sie fast mit Union Berlin verwechseln, so von den Farben her. Aber gut, man muss ja irgendwie einen Kontrast bieten und man kann ja nicht so wie Darmstadt machen und Orange nehmen. Oder wie Bielefeld, die Lokalrivalen. Ja, das war blöd gelöst. So, jetzt haben wir wieder diese schöne Ausgangssituation wie beim letzten Mal und schießen wieder nicht das 2-0. Ja, nicht, dass wir es später noch bezahlen. Abseits. Ja. Hab ich mir doch halbwegs gedacht. Und
Das war einfach nur blöd. Da war der Raum viel zu eng. Ja, da steht glücklicherweise niemand. Aber jetzt sind da mittlerweile welche. So, Freistoß. Paderborn. Auf geht's. Komm, komm, komm. Sehr schön. Komm, wir haben noch ein bisschen Speed. Das wäre witzig gewesen, wenn da jetzt ein Eigentor raus geworden wäre. Aber gut, gerade noch so ins Ausgeflankt. Und abseits. Ziemlich viel Abseits in letzter Zeit. Das gefällt mir gar nicht. Aber ja, wir haben es recht gut unter Kontrolle. Jetzt hatten wir gerade eine kleine Schwächephase. Sehr schön. Na. Und es gibt wieder eine Ecke. Hätte mich aber für Boateng gefreut, wenn er ein zweites geschossen hätte. Ja, die spielen aber auch ein bisschen schlampig, die Paderborner. So. Wollen wir Pause machen? Tja, habe ich mir doch gedacht. Und sofort wieder rein. Die Werbung für Amazon Web Services. Ich fände es ja geil, wenn sie das auch so Grafiken einblenden würden, wie wer war das schnellste Spiel und die Realformation. Alles so nichtsaussagende Statistiken. Vorsicht! Oh Mann, das hätte aber auch schief gehen können. So. Ruhig bleiben. Die Chance, die Führung auszubauen, kommt noch. Ach, aber doch nicht so. Es bleibt beim 1-0. So, Mamba geht runter und Antwi Ajay. Ich kann die Namen meistens nie richtig aussprechen. Ja, Paderborn hat schon ein paar exotische Namen. Das war nix. Oh, nicht. Das ist ein guter Spielzug. Gut dazwischen geschmissen. Und so kommen wir wieder zu einer Ecke. Schade, ich hätte ihn ins Ausrollen lassen müssen. Auch rauslassen sollen. Ja, wird nochmal spannend werden hier. Okay, zu dem wollte ich eigentlich nicht passen. Ja, das sieht wieder gut aus. Nee, jetzt. Auf den letzten Zentimeter. Auf den letzten Zentimeter geklärt. Auf der Torlinie geklärt. Ach, das sieht wieder scheiße aus. Oh, ich habe schon gedacht, der wird abgefangen. Du Mr. Abfangjäger. Puh. Okay, wieder sehr schlecht. Sehr schlecht. Oh.
Komm, da kommst du doch ran, oder? Nein, kommt er nicht. Okay, das war jetzt aber sehr knapp. Also ich muss sagen, jetzt ist es gerade richtig turbulent. Puh. Da liegt sogar noch ein Paderborner Spieler im Tor. Was machen wir da am besten? Ich habe ja leider einen Torwart drin. Wir haben ja noch ein ZOM. Also Skopatsch. Eigentlich liegt es gar nicht so in der Abwehr. Ach, komm, lass mich durch. So, noch ein paar Minuten aushalten hier. Wird doch wohl noch möglich sein. Okay, der ist noch heiß, der ist noch heiß. Ach, ich hätte es kommen sehen müssen, Mensch. Dass wir uns jetzt hier wieder einhandeln. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ich habe es ja vorher schon gesagt, wir hätten eigentlich schon längst das 2-0 machen müssen. Chancen gab es genügend. Aber so wird es wahrscheinlich nur wieder ein Punkt. Was aber dennoch gut ist, weil Paderborn hat es gut gespielt. Die haben sich gewehrt. So, wenn jetzt noch was draus wird, nehme ich es auch gerne an. Und das war's. 1-1. Endet hier das Spiel gegen Paderborn. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber insgesamt ist es dann doch in Ordnung vom Spielverlauf her. Ja, sprecht hier jetzt noch nicht von einer Ergebniskrise, Leute. Das kommt alles noch. Wird nicht so leicht wie in der dritten Liga. So, und die Konsequenz daraus ist, wir können von Bielefeld nicht abgefangen werden. Nur Augsburg zieht vorbei. Oder Augsburg hat einen Vorsprung von 3 Punkten. Okay, jetzt scheint es lange nichts zu geben. Aber wir müssten dann eigentlich schon mit der Liga weitermachen. Gegen Saarbrück. Wer kennt sie nicht? Saarbrück. So, wie sieht's jetzt hier aus? Okay, jetzt sind wir abgerutscht auf den 6. Platz, aber es ist ziemlich eng vorne. Und wo steht St. Pauli? Auch auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Naja. Also ich würde sagen, Leute, wir haben ordentlich viel zu tun, wenn wir vorne dranbleiben wollen. Und wir müssen da gegen St. Pauli anfangen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Haltet die und Stoff und denkt daran, Freundschaft ist Magie.